Eines der wichtigsten Ereignisse bei der Entstehung des Dämonenreiches Oren begab sich Anfang des Raya-Mondes im Jahr 28. Damals kehrte das blutjunge Dämonenbalg Gereshemin von der Treupforte zurück, wo sie als Abgesandte dem Jonas auf der Seite Borberats gekämpft hatte. Bei sich trug sie wohl die größte Beute, die es auf dem Blutfeld zu erwerben gab. Einen der Splitter der Dämonenkrone, nämlich jenen, der der Erzdämonen Belkeleel zugewandt war. Uns ist heute unklar, was die Absichten waren. Wollte sie mit seiner Hilfe die Herrschaft in Elburum an sich reißen, oder wollte sie nur einen möglichst hohen Preis für die Trophäe herausschlagen? In jedem Fall war es Demiona, die ihr den Splitter abnahm und sie, Gerüchten zufolge, für ihr Zögern züchtigte. Auszug aus den Notizen des Hochmeisters der Grauen Stäbe, Taliesin von Borbra. Und so tretet ihr durch das graue Wabern, verliert die Orientierung und auf der anderen Seite werdet ihr wieder ausgeworfen. Die dunkle Pforte, die dort klafft und der graue Limbusnebel, der sich wieder zuzieht. Nur noch schwarzer Stein, der hinter euch klafft, als ihr nacheinander ausgetreten seid und die Dämonenpforte oder aber die dunkle Pforte ihre Kraft wieder erneut verliert. Ihr blickt euch um. Und seid vollständig? Nein, es hat ein weiteres Mal nicht geklappt. Eine Person fehlt. Und so beginnen. 1, 2, 3, 4, 5. Waren wir nicht 6? Nein, 6. Wir waren 7. Wir. Aber mir ist nicht da. Und stattdessen. Oh, darf ich vorstellen, die gehört zu mir. Na dann. Ich wusste, dass es Abel mir nicht schafft. Es war so offensichtlich, dass er... Naja. Wieso war das offensichtlich? Nun, er lässt sich immer auf irgendwelche merkwürdigen Dinge ein. Ihr wisst das doch, er ist so ein unsteter Geist. Nun gut, also war das keine Verwechslung, Rafim? Neuer Heuer, würde ich sagen. Ich gehöre jetzt dazu. Hallo. Ah, interessant. Ich mag sie. Und dann... Nun, gut. Ich denke, auch wenn wir für den Moment allein sind, sollten wir das vielleicht nicht hier besprechen. Aber wir sollten auf dem Weg nach draußen auf jeden Fall noch jemanden anhalten, damit sie sich darum bemühen, Abelmir wieder aufzutreiben. Ja, der wird schon irgendwo auftauchen. Ihr kennt Abelmir doch. Zack, springt er auf einmal aus den Schatten. Ist er denn überhaupt durchgetreten? Hat ihn irgendwer gesehen, wie er hindurchgegangen ist? Oder wollte er jetzt noch einen Tag ohne uns im Horasreich verbringen? Er war doch direkt hinter uns. Er hat nichts gesagt, dass er noch bleiben wollte. Er war bei uns. Ich meine auch. Auch wenn ich nicht speziell auf ihn geachtet habe. Und ich bin mir über die Zukunftsfähigkeit dieser Art des Limbus-Tunnels nicht im Klaren, wenn offensichtlich mehr als einmal Leute verloren gehen. Vor allem ein Magier vom Kaliber des Abelmir, der durchaus in der Lage sein müsste, seine Reise durch den Limbus hinreichend zu beeinflussen, um ans Ziel anzukommen. Ich weiß nicht. Wie eine stumpfe Scherbe wie ihr zum Beispiel, die ja keine Möglichkeit oder keine große Möglichkeit hat, seine Bewegung durch den Limbus voranzutreiben. Beherrscht er denn den Transversalis? Nun, dies ist nicht von Belang. Nun, wenn er irgendwo gelandet ist, wo er nicht landen wollte und es sich nicht innerhalb des Limbus befindet, dann könnte es ihm durchaus helfen, zu uns zurückzukehren. Und ja, ich meine, er hat einmal davon gesprochen, auch wenn ich nicht glaube, dass ich ihn schon einmal gesehen habe, wie er den Zauber eingesetzt hat. Nun gut, dann sehen wir, müssen wir uns doch keine Sorgen um ihn machen. Ich habe es schon einmal gesagt, er ist vielleicht ein unsteter Geist, aber er weiß ja, was er tut. Er ist jetzt nicht vollkommen unfähig. Ich weiß, nicht so fähig wie ich zum Beispiel, aber darum geht es ja auch nicht. Ja, wird schon wieder auftauchen. Denke auch. Wir sollten auf den Schritt erstmal ein Bier trinken. Ja, so könnt ihr den Keller verlassen und wenn ihr nach oben tretet, werdet ihr feststellen, dass ihr tatsächlich in Kunchum gelandet seid. Zum Glück.
Ihr könnt die Drachenei-Akademie verlassen, auf dem Wege, durch den ihr gekommen seid. Es gibt nur wenige Leute, die euch ansprechen, gerade wenn ihr aus den Kellern kommt. Und so mit den einigen Blicken von Novizen hinter euch oder von Eleven, die ihr dann in eurem Rücken spüren könnt, verlasst ihr das Gelände. In Richtung eures Schiffes? Ja. Mhm. Gut. Sicherlich habt ihr noch zahlreiche Dinge zu tun. Die Sonne steht am Himmel, es ist kalt, ein Wind, der wohl von der Küste zu euch heranweht. Ja, auch wir haben hier Hesinde. Es ist zwar nicht ganz so furchtbar kalt wie in Kuslik auf der anderen Seite mit einer anderen Thermik, aber schon doch durch den Wind vor allem merkt man, dass es Winter ist, auch hier in den Tulamidenlanden. Was sich aber natürlich trotzdem nicht so stark äußert. Trotzdessen die Orangen blühen. Die Palmen sind am Wegesrand immer noch mit voller Blüte geziert. Und wenn ihr dann durch diesen ganzen Trubel an den ganzen Händlern, den Wagenladungen mit Kamelen, mit Elefanten oder mit Dromedaren dann vorbeigeht, dann ja, kommt ihr irgendwann in Richtung eures Schiffes. Nicht mehr Drachentöter geheißen, sondern? Bisher noch gar nicht. Bisher noch gar nicht. Ein namenloses Schiff, was dort vor euch liegt. Hey, hey. Nein, jetzt nicht mehr. Wir haben einen Plan, aber die Schiffstaufe war noch nicht. Der Riesenbovist kommt. Jeder hat einen Plan, bis ihm der Name vom Boot fällt. Nun gut, dann bringt euer Gepäck in eure Kajüten und wir treffen uns, sobald ihr fertig seid, in der Kapitänskajüte. Hippolyta, ihr könnt mich gleich begleiten. Okay, sie zuckt mit den Schultern. Warum nehmen wir Novizen an Bord auf? Darüber werden wir gleich reden. Nun gut. Ja, so könnt ihr eure Habe, die ihr jetzt in Kuslik neu erworben habt oder die ihr jetzt nicht mehr braucht, weil ihr aus Kuslik zurück seid, wieder in euren eigenen kleinen Kajüten verstauen. Und Zulamin steht dann zunächst alleine in ihrer eigenen, in einem eigenen Büro oder wo? Auf dem Weg würde ich erstmal noch einen von den Schiffsjungen schicken, um sich um Tee zu kümmern und würde dann Hippolyta gleich mit reinnehmen und ihr einen Platz auf dem Sofa weisen, während ich erstmal meine eigenen Dinge verstaue. Gut. Ich bin sicher, die anderen werden gleich zu uns stoßen. Ja, wie ihr meint. Also ich habe mir nichts vorgenommen. Rafim sagte, ihr seid ein lustiger Haufen und mit euch kann man spannende Abenteuer erleben und das ist allemal besser als das, was wir in Punin hätten lernen können. Nun, ich bin mir nicht sicher, wie frei seid ihr zu gehen, wohin ihr wollt? Also im Prinzip, tja, ich wurde verbannt. Ich sollte also Gareth tunlichst nicht betreten? Nun, ich denke, das wird euch mit uns wohl auch nicht passieren. Habe ich mir gedacht. Nicht, wenn ihr nicht den nächsten Flusshafen vergrößern. Was war mit eurer Lehrmeisterin? Ihr wart doch nicht alleine auf diesem Konvent, oder? Nein, aber ich sollte eine neue Gilde finden und das habe ich auch getan. Ich habe mich den Puninern angeschlossen. Dass ich jetzt da nicht auftauche, werden sie höchstwahrscheinlich gar nicht bemerken. So sehr Stubenhocker und kurzsichtig, wie die alle sind. Oh, das bezweifle ich. Sie waren Schmerbäuchen. Sie waren alle sehr bemüht um euch. Ich glaube durchaus, dass euer Verschwinden einiges an Aufmerksamkeit erregen dürfte. Tja, das werden wir dann sehen. Ja, oh, so. Oh, ich habe ein paar Praius-Blumenkerne mitgebracht und ein Bier. Hm. Aber sicher doch. Mögt ihr welche? Ja, warum nicht? Gerne, danke. Oh, sehr gerne, sehr gerne. Oh, und was habe ich verpasst? Zulamin schiebt euch eine Schale hin, denn sie hat sich schon an Beutags Gewohnheiten, gewöhnt. Oh, ich bin ja mal der Erste, dass das mal passiert. Ihr habt noch nicht viel verpasst. Die junge Dame sagte gerade, dass sie sich gerne unserer Mission anschließen möchte. Nun, das ist eine hehre Sache. Apropos, was ist denn die nächste Mission? Also wir sind jetzt in Kuntium, wenn ich das richtig verstanden habe. Mein Tulamidia ist gut, ja, aber was ist das nächste Ziel?
Ich meine, ihr wollt ja Heldentaten vollbringen, oder? Ja, natürlich, aber dazu kommen wir gleich. Wir werden uns im Folgenden vermutlich eher nach Norden orientieren. Kennt ihr das Bornland? Ich habe da die letzten paar Jahre meines Exils verbracht, ja. Vor allem in Festum. Warum seid ihr denn im Exil? Das ist eine längere Geschichte, die ich hier gerade nicht ausbreiten möchte. Ah, okay. Also Raphim und Diamant, das kennen sie aber. Boltax, warum zieht sich von draußen durch den gesamten Gang eine Spur von Sonnenblumenkernen bis hierhin? Oh, habe ich welche verloren? Oh. Ich glaube, der Beutel hat ein Loch. Jetzt steht doch nicht so in der Tür, man kommt ja gar nicht vernünftig rein. Ja, doch. Sehr fürchterlich. Boltax, mach mal Platz da, ich muss meine Füße auf das Ding legen. Ja, komm ran. Drückt euch nicht da hinten in der Ecke herum. Dieses Sofa ist weiß Gott groß genug für eine Orgie. Hier seid ihr. Komme ich im richtigen Augenblick? Also wenn das hier eine Orgie werden soll, dann gebe ich ja noch ein paar Stunden. Nein. Verzeiht mir, ihr seid bestimmt alle hinreißend, aber nein. Ich dachte, ihr seid verheiratet. Eben deshalb. Naja, ich würde sagen, das müsste man auf den Versuch ankommen lassen, aber wenn ihr nicht wollt. Nun, Raphim, wie war das? Du hast uns Ippolita von Gareth mitgebracht? Ja. Und du hältst das für eine gute Idee, dass wir sie mitnehmen, ja? Ja. Weil... Naja, jetzt ist auch zu spät, oder? Richtig, ja. Also es wäre sehr unverantwortlich, wenn ihr mich jetzt wieder zurückschicken würdet. Wahrscheinlich nach Kuslik oder aber nach Festum. Zu Fuß oder nach Punin. Das könntet ihr ja gar nicht verantworten. Ich könnte euch einfach an den Hafen setzen und davon segeln. Wenn das Mittelreich hören würde, dass ihr Ippolita verloren habt. Nein, was wäre dann wohl los? Ich könnte euch durch die Erde mitnehmen, aber... Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, Avelmir wird sowieso ein Perikum gesucht. Von daher ist das Mittelreich nichts, was mich auch nur ansatzweise interessiert. Nun, ich bin sicher, wenn wir euch auf diplomatische Art und Weise wieder loswerden wollten, ließe sich das auf die eine oder andere Art einrichten. Aber nun ja, was auch immer man im Mittelreich davon halten mag, wenn ihr mit uns segelt. Raphim, hast du nicht gesagt, sie ist irgendwie cool? Wie wäre es, wenn ihr mich zu Ende sprechen lasst? Wie gesagt, es kümmert mich nicht wirklich darüber, was man im Mittelreich darüber denkt, ob wir euch mitnehmen oder nicht. Aber ich persönlich habe kein Problem damit. Naja, also meine Idee war im Prinzip, das mit dem Kaiserblut war schon mal gut. Warum nicht zweimal? Ja, stimmt. Das ist. Ich habe das mylanische Pendel sicherlich noch irgendwo. Außerdem ist sie bereit, Feuerbälle zu werfen. Das ist gut. Ich kann ganz gut mit dir saufen, das finde ich auch mal ganz sympathisch. Hat euch euer sogenannter Lehrmeister denn überhaupt etwas Nützliches beigebracht? Oh, das ist eine gute Frage. Kennt ihr die Armbrust? Oder seid ihr ein weiterer theoretischer Weißmagier, der nichts weiteres kann, als Dinge zu analysieren oder ein halbgaren Schild aufzuschmeißen? Nein. Manu und Cella sind dem zum Opfer gefallen, dass sie nicht genug über die Armbrust wussten. Ich sage es, wie es ist. Also, ich gehe schon davon aus, dass ich für mein Alter relativ gut zaubern kann. Das ist gut. Wie alt seid ihr denn? Das ist bei euch Menschen für mich immer etwas schwer abzuschätzen. So alt wie meine Zwillingsschwester. Und wie alt soll die sein? Oh, wie alt war Ohaya denn? Afim, wie alt war Ohaya? Weiß es nicht. Ja, wie so zum 12 göttlichen Glauben glaubst du, ich wüsste, wie alt die Alte ist. Ist das denn wichtig? Ich denke, sie ist etwa im Alter einer Adepta. Seid ihr Adepta? Naja, also wenn ich nicht Adepta Minor oder Major bin, dann wäre ich ja schon Magistrat. Nein, ich bin Minora. Ah, und ihr habt euch bei der Grauen Gilde eingeschrieben, richtig? In Punin, ja. Warum nur tut ihr so etwas? Damit ich Ruhe habe? Fantastisches Glück. Wenn ihr mal etwas wissen wollt, ich habe selbst in Belhanka unterrichtet als Außenstehender für die Graue Gilde. Ich habe irgendwo noch so einen Zettel. Dispens heißen die. Ich kann euch Sachen beibringen, wenn ihr wollt. Und von der Grauen Gilde wollt ihr in Ruhe gelassen werden? Mit ihren Regeln, Vorschriften, Regularien und Verhaltenskodizes? Ich bitte euch.
Naja, ich habe mich in Punin eingetragen, weil die mein Verschwinden höchstwahrscheinlich gar nicht bemerken, weil die so sehr verschlafen sind. Oh ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Erinnert euch beim Prozess von Abel mir, als wir in Punin waren? Ha! Waren das Säcke. Entschuldigung. Nichts gegen meine werten Gildenkollegen. Also, warum habt ihr nicht einfach einen Brief nach mir geschrieben? Weil mich Golems mal so gar nicht interessieren. Der Konvokatus ist in mir. Er hätte eure Aufnahme bestätigen können. Nun, zu spät, was das angeht. Ja, das denke ich auch. Nun, jedenfalls, was mich angeht, ihr könnt bleiben, wenn ihr euch in die Hierarchie auf dem Schiff einfügt. Also, ich habe nicht schon vor, irgendwie dieses Schiff zu entern oder zu übernehmen oder wie auch immer man sagt. Ich habe einfach nur Lust auf Abenteuer und Rafim sagte, die kriegt man hier. Nun gut, ja. Dann sagt mir, wollt ihr inkognito hier sein oder unter eurem richtigen Namen? Nennt mich einfach Hippolyta. Das von Gareth müsst ihr nicht sagen. Einfach Hippolyta, fertig. Nun, das scheint mir eine vernünftige Lösung zu sein. Oh, hätte ich gewusst, dass wir euch treffen, hätte ich die Armreife nicht an eure Geschwister geschickt. Ah ja, sei es drum. Es wäre so viel einfacher gewesen, sie euch einfach zu geben. Müssen wir damit rechnen, dass uns jemand Kopfgeldjäger auf den Hals setzt, um euch wiederzubekommen? Kann sein, keine Ahnung. Nun, sie könnten einfach fragen, nicht wahr? Es wäre natürlich auch nicht gut, wenn jemand Kopfgeldjäger schicken würde, um sie tot zu sehen. Denn eine gewisse Verantwortung haben wir ja nun doch, wenn sie bei uns an Bord ist. Ich vermute, dass Nahema wird sich wahrscheinlich sowieso das holen, was sie will. Das tut sie ja immer. Wer nun bitte? Nahema. Ist das eure Lehrmeisterin? Ja. Oh, habe ich noch nie gehört. Scheint jetzt niemand Bekanntes zu sein, oder? Ja. Also nein. Dann habt ihr wahrscheinlich die letzten 300 Jahre unter einem Stein gelebt. Herzwerk. 80 Jahre und nur ein Teil davon. Einen anderen Teil lebte ich in der... Egal. Dann wart ihr nicht sehr aufmerksam. Ich glaube, für einen Geoten ist es nicht das Schlechteste, unter einem Stein zu leben. Oh nein, im Gegenteil, es ist sehr schön unter Stein. War auch keine Beleidigung, es war einfach nur die Feststellung, dass ihr nicht viel mitbekommen habt, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Nein. Hat dieser Stein, von dem Boltax spricht, mindestens 4 Kapitel in seinem Buch der Landschaftsbeschreibungen. Oh ja. Haben alle davon gelesen. Also Diamantis, ich hatte gedacht, dass du wenigstens nicht von Tagebüchern und Steinen sprichst. Wir hatten im Hafen so viel Spaß. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mich da mal durchgequält, weil Boltax meint, da lerne ich irgendwas über Philosophie und wie man Sachen schreibt. Und dann komme ich bei dem 4. Kapitel ein und es geht immer noch um denselben Stein. Jetzt tu nicht so, du warst ganz verzückt von der Beschreibung. Du hast 3-mal gefragt, wie ich so viele Wörter kennen würde. Können wir sonst zum Wesentlichen kommen? Ja, bitte. Ich meine, das... Also, ich bin Hippolyta, das von Gareth sparen wir uns und wir werden sehen, ob irgendjemand hier auftaucht, um zu gucken, ob ich hier bin. Und wenn es soweit ist, dann schauen wir, wer das ist und was wir dann tun. Und bis dahin bin ich einfach nur ein Mannschaftsmitglied, wie jedes andere auch. Ich würde vorschlagen, dass wir zum Tagesgeschäft vorrücken. Danke. Ja, ich denke auch. Hippolyta hatte gefragt, wohin es als nächstes gehen soll. Nun, das hatten wir im Grunde schon beschlossen. Es wird als nächstes auf die Elburische Halbinsel gehen. Und später dann weiter nach Norden. Helft mir auf die Sprünge. Was hatten wir noch gleich vor in Elburum? Ihr Elefanten abladen, oder? Ah, natürlich. Nun, nicht direkt in Elburum. Die Elefanten wollten wir in Janka lassen. Aber, nun ja, Zulamin wirft Hippolyta einen Seitenblick zu. Wir haben Grund zu der Annahme, dass die Heptarchin Dimiona immer noch irgendwo dort draußen ist und wollen in dieser Sache einige Nachforschungen anstellen. Wir können also in Elburum nicht offen auftreten. Ich bin ganz ehrlich. Die werden mich erkennen. Ich habe da eine Idee. Ja. Ja. Nun,
Du setzt dir eine Perücke auf, wir ziehen dir eine andere Rüstung an und geben dich als reisenden Helden aus. Und ich gebe mich als Schriftsteller aus, der deine Heldentaten dokumentiert. Ich glaube, da ist es einfacher, auf ihm als Elefanten zu verkleiden. Ich könnte euch in einen Affen verwandeln. Was dann für ein Affen? Das könnt ihr euch aussuchen. Oh, es gab doch diese menschenfressenden Affen auf der einen Insel. Ja, die mit den Bäumen geworfen haben. Richtig, genau. Vor denen man uns gewarnt hat. Ich könnte als Affenhändler auftreten. Seid ihr denn in der Lage, einen menschenfressenden Affen zu kontrollieren? Ja. So. Naja, also irgendwas müssen wir uns überlegen, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin schon relativ auffällig. Naja, dann geh doch einfach als Trollzacker. Wir haben noch einige Sätze an Kleidung, Rüstung und ähnlichen Paraphernalien im Unterdeck liegen, wenn ich mich nicht irre. Wir ziehen dir einfach irgendwie so einen Lederschurz an, reiben deinen Oberkörper mit Öl ein und dann gehst du mit einem Doppelkundchoma oder sowas auf dem Rücken als trollzackischer Leibwächter. Ja, und alle anderen gehen als Händler, fertig. Eigentlich sieht er für einen Trollzacker ja ein wenig zu gut aus, aber nun ja, mit entsprechender Verkleidung. Also ist jetzt kein schlechter Vorschlag, bin ich ganz ehrlich. Nun ja, die Größe kommt auf jeden Fall hin. Naja, die sind etwas kleiner als ich, aber ja. Und als Affe wärst du zwar sicher niedlich, aber wohl auch keine allzu große Hilfe? Der Bentilio könnte ihm ein Bart wachsen lassen. Sehe ich aus wie der Barbier von Zorgan? Ja. Naja, kommt drauf an, wie der aussieht. Nicht wie ich. Na dann nicht. Nun, dann vielleicht ein Bart zum Ankleben oder so? Bevor wir uns jedoch schon mit Elborum beschäftigen, haben wir mindestens noch eine Sache, die wir hier in Kunchum erledigen müssen. Ich spreche von der Katapultmeisterin, dieser Isabel. Wir haben uns immer noch nicht entschieden. Kapitana, ihr wolltet erst einige Nächte darüber schlafen, aber sie hat uns Geschütze angeboten. Gleichzeitig ihren Dienst. Nun, die Sache ist die, uns fehlt auch noch eine Geschützmannschaft, nebenbei angemerkt, aber diese Entscheidung habe ich aufgeschoben, bis wir wegen der Geschützmeisterin eine Entscheidung gefällt haben. Ich habe Neuigkeiten bezüglich der Frau. Und zwar habe ich beim Tempel des Mondenschleiers angefragt, ob man etwas über sie in Erfahrung bringen kann. Sie hatten keine Antwort für mich, was die Frage angeht, woher sie diese offenbar nahezu unendliche Menge an Geschützen nimmt. Aber man sagte mir wohl, dass es außergewöhnlich schwierig war, Informationen über sie zu bekommen, weil die Kapitäne, unter denen sie früher gedient hat, seltsam wenig auskunftsfreudig waren. Aber es ist wohl so, dass sie eine gewisse Affinität zu Feuer hat. Das ist nicht schlecht. Nun, in der Regel scheint sie sich darauf zu beschränken, andere Schiffe anzuzünden. Aber nun, es steht im Raum, dass es wohl auch schon das eine oder andere Mal das eigene Schiff war. Nun, macht euch keine Sorgen, meine Macht über das Wasser ist groß genug, um ihr kleines Gezündel aufhalten zu können, wenn es denn wirklich dazu kommen sollte. Außerdem haben wir ja noch den Pakt mit dem Herrn des Feuers und müssen ja sowieso eine Stadt anzünden. Verbündete der Flammen mitzunehmen ist nicht so schlimm. Ihr solltet euch nicht auf reaktive Maßnahmen verlassen. Wenn ihr erst Wasser herbeiruft, wenn das Schiff bereits brennt, sind wir zu spät. Vor allem, dann wird bereits einiger Schaden angerichtet sein und in die Mannschaft zweifelsohne in Panik. Ich würde sie auch genau im Auge behalten, wenn sie den Posten der zweiten Geschützmeisterin annimmt und meine Verantwortung stellen. Bezüglich der Herkunft der Geschütze, ich bin überzeugt davon, dass ich da eingrenzen kann, sofern ich sie dann einmal gesehen habe. Sie müssen irgendein Symbol der entsprechenden Gießerei haben. Ich könnte ihr auch einfach in den Kopf gucken. Das wäre tatsächlich auch meine bevorzugte Option. Ich könnte mit der Frau reden und Boltax könnte, nun ja, vielleicht mal einen Blick riskieren. Ja, das mache ich gerne.
Ja, aber wenn die anfängt, die eigene Brandmunition da unten hochzujagen, dann brauchst du ja nichts mehr löschen, dann sinken wir wie so ein Stein. Allerdings, also ihr sollten besser gute Lösungen haben. Und etwas, was mich ebenfalls beunruhigt, ist, nun, woher kommt dieses seltsame Verhalten? Mir klang das durchaus wie ein Anzeichen für einen Pakt, ja, mit dem Schänder der Elemente. Was? Im Tempel legt man allerdings die Hand dafür ins Feuer, dass sie zumindest zum jetzigen Zeitpunkt keinen vollwertigen Pakt eingegangen ist. Woher auch immer diese Information stammt, aber man ist sich in diesem Punkt sicher, was mich zumindest ein wenig beruhigt. Nun, dann soll Angroschminia sich ihr annehmen und sie einmal auf Herz und Nieren prüfen. Ich glaube, der Umgang, den wir die letzten Monde ausgesetzt waren, lassen einige von uns langsam paranoid werden. Nicht vielleicht jeder ist in einen Pakt eingegangen. Vielleicht hat die Frau einfach nur einen Sprung in der Schüssel. Nun, selbst wenn sie nur, wie ihr sagt, einen Sprung in der Schüssel habt, was für Möglichkeiten haben wir, es rechtzeitig zu bemerken, wenn sie mit unserem Schiff zündelt und etwas dagegen zu unternehmen? Gibt es irgendwelche Vorschläge? Ich denke gerade an die Magier unter uns. Nun, ich könnte einen Wassergeist binden mit einem reaktiven Befehl. Ihr denkt schon wieder viel zu kompliziert, Voltax. Ihr müsst hier keine Beschwörung vornehmen, sondern eine elementare Bannung. Ja, das könnte ich auch machen.